So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. So langsam zeichnen sich Dinge ab. Und ich sehe gerade, dass hier diese Irrlichter, die werden hier auch gesammelt. Sehr interessant. Ja, aber so langsam zeichnen sich Dinge ab, die natürlich das Let's Play ausmachen werden. Ich werde sehr viel rumirren und rumprobieren, aber so ist das bei einem Blind Let's Play. Und wer mich nicht kennt, es steht alles in der Beschreibung, was man zum Let's Play wissen sollte. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Das heißt, ich werde viel herumirren. Und das wird Parts geben, in denen einfach nicht viel passiert. Einige davon. Ja, ich würde nicht sagen, dass noch gar nichts. Also, dass wir noch komplett sinnlose Parts hatten. So würde ich es nicht sagen. Aber. Ja, es zeichnet sich so ein bisschen ab. In welche Richtung das Ganze. Was ist denn da jetzt für ein Leuchtteil? Also. Ist das das am Boden, was man gesehen hat? Nee, das ist woanders, ne? Aber das da drüben ist auf jeden Fall der Turm, den ich nicht aufkriege. Das ist dieser ganz freche Turm. So, jetzt probieren wir mal von der anderen Seite zu diesem Luftkranz zu kommen. Es kann doch nicht sein, dass der von jeder Seite sieht, wenn ich da hingehe. Also wirklich nicht. Ist hier ein Krog? Ne, 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 ne Kröte. Okay. Ist auch in Ordnung. Wollte ich nicht. Nein, gerade wenn es regnet, ist es schlecht. Dann komme ich da nicht mehr hoch. Ja, super. Ja, ganz tolle Wurst. Jetzt stecke ich hier fest. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, aber was ich tun kann. Komm hier wieder hoch. So, das geht ja schon mal. Also das geht ja schon mal. So. Komme ich auch hier wieder hoch? Ja, okay. Oh. Aber bis hier hoch darf ich nicht, ne? Ja, schade. Oh, vielleicht von hier aus? Nee. Ah, es ist dann leider noch nicht kompatibel. Aber es regnet nicht mehr, kann es sein? Komm, hier unten kommt kein Regen hin. Lass mich hier durch. Danke. Darf ich jetzt da durch? Yes. Sehr schön. Okay, wo kommen wir raus? Keine Ahnung, wir werden sehen. Irgendwo. Okay. Okay, dann gehen wir noch eins höher. Zack. Zack. Jawohl. Und vor allem kann der Typ da ja auch nicht Tag und Nacht stehen. Also, das kommt ja auch noch dazu. Ah, das ist da oben. Ah, das wird leider nicht grün. Nee. Wo ist denn jetzt das Flugding, wo ich nicht hin darf? In welcher Richtung? Da drüben irgendwo, ne?
Ah, fast. Okay. Ja, bitte geht doch. Und jetzt komme ich aber hoch. Nein! Okay. So, jetzt vorsichtig. Nur ein bisschen laufen. Ich höre ja auch, wenn ich durchgehen dürfte. Ah, okay. Kriege ich leider nicht. Shit. Den Willen kriege ich leider nicht, da durchzugehen. Ja, nein. Oh, hier geht's gar nicht hoch. Ist natürlich auch nicht so gut. Ah, schwierig. Das ist jetzt nicht gut. Und noch ein. Ah, scheiße. Ja, das ist schlecht. Ja. Das war halt schlecht. Wo starte ich denn jetzt? Na toll. Ach, komm. Also hier ist dieses Ding. Das ist das, wo man irgendwie nicht hin darf. Und da war ich gerade drauf, ne? Ich glaube, hier war ich gerade drauf, ja. Ja, da war ich drauf, okay. Aber der kann doch nicht nachts auch eigentlich. Ist der nachts auch jetzt da aktiv? So, der kann doch nicht jeden Tag, also der kann doch nicht Tag und Nacht da rumstehen. Das ergibt doch keinen Sinn. So. Da war ich gerade zu oben, ne? Genau. Okay. Neuer Versuch. Wie bin ich da hochgekommen? Wo war der Anfang? Ich weiß es schon immer. Wo war denn da der Anfang, hä? Ich bin irgendwie hier so seitlich hoch, ne? Huch. Ich bin irgendwie hier so hoch. Ja, doch, hier bin ich hoch. Genau. Genau, hier bin ich hoch. Und da. Ja, genau. So. So haben wir angefangen. Und dann bin ich hier rausgekommen, richtig. Okay, so. Und dann bin ich hier hoch.
Oh, jetzt stehe ich sogar deutlich höher als vorhin, oder? Oder nur so ein bisschen? Ach, ich stehe genau hier. Ja, okay, okay, okay. Aber warum das jetzt hier an die Wand gehen würde, ist auch interessant. Es soll doch gerade nach oben gehen. Ja, okay, der akzeptiert hier gerade keinen Input. Ja, der will mich hier nicht durchlassen. Na gut. Dann will er halt nicht. So. In die Richtung ist Quatsch zu fliegen. Wenn, dann muss ich in die Richtung fliegen. Genau. Hier will ich hin. Da will ich hin. Okay, so. Könnte es sein, dass du auf Geheiß von Pura hergekommen bist? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Zagu, mein Spezialgebiet sind die Himmelsinseln, aber diese vom Himmel gefallenen Ruinen sind einfach zu interessant. Ich kann nicht anders, ich muss sie erforschen. Du bist ja gar kein Mitglied der Forschungsgruppe, oder? Dies ist eine Kranz- und Forschungsstätte. Privatpersonen sollten sich fernhalten, es ist zu gefährlich. Aber du hast den ganzen Weg hierher aus Neugier auf dich genommen. Du wärst in der Forschungsgruppe gut aufgehoben. Da du keine Mühen gescheut hast, würde ich gerne mit dir sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, oh Gott. Ist das jetzt wichtig oder nicht? Ah. Ich überflieg's mal. Ah. Vor allem, ich frag Sachen, obwohl ich da ja eh oben war. Ich weiß doch, was da oben ist. Oh. Okay. Ja, ja, unerreichbar. Ballon verbessern, okay. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ist okay. Und wo ist jetzt wieder dieses Flugding? Das ist hier, ne? Und ich wette, wenn ich jetzt hier versuche rüber zu fliegen, dann wird gleich jemand von ganz weit unten einfach schreien. Als ob der mich da runterziehen könnte. So, der kann mich da nicht einfach runterziehen. Wenn ich darüber fliege, fliege ich darüber. Fertig, aus. Aber das werde ich nicht dürfen. Ja, nee. Ist klar. Vor allem, komm mal her, ich bin da oben. Was willst du tun? Shut the fuck up, Kalib. Alter. Was will er tun? Er kann nichts tun. Wenn ich da oben bin, bin ich da oben. Holy moly. Okay, Himba, lass mal was ausprobieren, Himba. Bist du noch hier, Himba? Himba ist noch hier, okay, so. Pass auf, Himba, ich probiere mal was aus und wir gucken mal, was passiert, ja? Ich würde gerne einen Apfel nehmen. Und einen Sonnenfleckchen. Da steht ja Kochzutat und nichts von Miasma. Und nichts von Dings. So, was kommt da jetzt raus? Heilt von Miasma befallene Herzen. Ist das jetzt was du brauchen kannst?
Aber die Zutat wäre ja dann die Blume. Das Risotto will sie ja herstellen. Oder muss ich dann die Blume nutzen und damit ein Milchrisotto herstellen? Ja, wahrscheinlich muss ich ein Milchrisotto herstellen mit dieser Zutat. Das ist auch wieder so... Weiß ich nicht. Ja, also kann ich jetzt hier scheinbar noch nichts mit diesen Kranzruinen machen. Sehe ich das richtig? Ich meine, wir haben den Schrein da drüben aktiviert, das ist toll. Aber hier darf ich ja nicht durch. Oh. Ja, Tauro. Sag mal dem Kollegen da unten, dass das ein Affe ist. Oh. Oh. Ja, vier weitere. Hm. Das ist praktisch genau der Bereich, der abgesperrt ist. Und da komme ich nicht ran. Was auch immer da sein soll. So, like. Das ist eh nur dieses kleine Ding. Ah, na gut. So, hier ist die andere, die runtergefallen ist scheinbar. Sieht auch sehr gesund aus, auf jeden Fall. Da drüben ist Monsterparty. Aber das ist auch, das sind jetzt einfach nur so Brocken. Da kann ich nicht rein. Da ist keine von diesen Tafeln, richtig? Mich würde was ganz anderes interessieren. Hier oben war doch die große Fee. Ist die auch wieder da? Ich gehe mal zum Ort, wo normalerweise die große Fee ist. Oder hat die auch so eine Kugel, so einen Ring auf den Kopf bekommen? Ach, doch, hier ist so eine Tafel. Ah, warte mal. Ja, es ist nicht so eine Tafel, aber hier kann man rein, so ein bisschen. Hm. Hier geht's nicht längs. Aber hier ist nichts zum Lesen. Das ist dann vielleicht auf der anderen Seite. Das bisschen Regen. Oh. Ekef ist Miasma-Spezialist. Steintafeln. Ah. Fünf dieser so ein Kranzruinen vom Himmel gefallen. Steintafeln gefunden. Hm. Ja. Wind, Feuer, Wasser, Donner und Zeit. Ja. Licht. Oh. Ja, die schwebende. Alter. Wie sie mich einfach aggressiv machen damit, ne? So, ist hier das Zelt mit dem Typen, der sich mit Miasma auskennt? Da erforscht jemand offensichtlich Miasma, ja. Forschungstagebuch. Ja, das kann man doch mal lesen. Die Kräuter, die gegen Miasma-Schäden helfen, haben wir bereits für Hunde beim Sperrposten aufgebraucht. Gelbe Pflanze, auf die ich zum Stoßen bin, vermutlich eine ganz neue Spezies. Das ist schon die, die ich habe. Das ist schon die, die ich habe, aber die Pflanze will sie ja nicht. Da ist der Typ. Ah, und hier ist wieder so ein Riss. Ja, okay, da geht's runter, ich sehe.
Oh, ist das das, wo die Fee war? Ja, RIP. So, alles kannst du dir vorstellen. Kannst du irgendwie, oder? Wie ich alle erschrecke immer. Ja, Miasma macht krank. Ja. Gelbe Pflanze, ja. Ja, da war ich ja schon. Nein, ich such den in Mann. Ich wollte nicht B drücken. Ja. Oh. Da war ich doch auch. Alter. Okay, wahrscheinlich muss ich dadurch alle von diesen Forschungsdingern durchgehen. Alles klar, Kollege, alles klar. Gut oder auch nicht gut. Aber dann ist hier jetzt wahrscheinlich die andere Tafel. White? White, da ist die Tafel, okay. Gut. Kraft, Wind, Feuer, Wasser, Donner, gar zeitlich, dessen Mächte Mysteriensteine ein viel stärken. Der Text. Wer die Kraft von Wind, Feuer, Wasser, Donner oder gar Zeit oder Licht besitzt, dessen Mächte vermag ein Mysterienstein, um ein Vielfaches zu verstärken. Okay. Ich mache mal wieder ein Foto von. Auch wenn es nicht reagiert, aber ich mache ein Foto von. Vielleicht bringt es ja was. Okay, so. Die interessieren mich überhaupt nicht, die Kollegen da drüben. Da geht's zum Miasma runter, da will ich jetzt auch nicht. Aber das ist, wo die Fee wäre, na? Das ist, wo die Fee gewesen wäre. Also das hat sich mit der Fee dann wohl erledigt. Die war relativ genau da. Vielleicht ist sie jetzt da unten. Oh, Bienen. Ausdauerhonig. Ah, die Bienen selbst sind gar nicht okay. LOL. Nydra fliegt da runter? Da wollte ich nicht hin. Wo ist jetzt die Schuppe hin? Ach Scheiße, jetzt ist sie irgendwie da an den Rand wahrscheinlich ran, oder was? Wenn ich von weiter oben schieße? Ach, das geht nur einmal, ja. Hä, aber wo will der denn hin? Okay, scheiß drauf. Ach lol, jetzt zieht's mich hoch. Und es ist auch noch kalt. Ja, okay, ich gehe wieder zurück. Ich wollte jetzt da hinterher, aber das hat jetzt nicht so gut funktioniert. So, hier waren wir schon drin vorhin. Das weiß ich. Hier waren wir drin. Hier war die erste Steintafel, die wir gefunden haben. So, aber vielleicht kann ich dann jetzt hier nochmal nach dem Kollegen fragen.
Weil scheinbar wurde ich ja hier jetzt hingeschickt für den Kollegen. Also die Quest scheint mich auch hier hinzubringen. Ah, die züchten die in dem Pflaumengarten, okay. Aber ich denke, wenn ich jetzt diesen Hyrule-Reis, dieses Risotto herstelle, vielleicht kann ich dann ja wirklich das machen. Aber jetzt ist hier niemand, den ich fragen kann, wo der Typ ist. Alter, ist das belastend. Ist jetzt hier oben einer von denen? Ist jetzt hier oben einer von denen? Hier ist niemand, das haben wir schon gelesen. Hier ist auch niemand. Ja, cool. Nee. Nee, das nützt mir nichts. Das nützt mir alles nichts. Ja gut, dann komme ich hier jetzt erstmal wahrscheinlich nicht weiter. Wer kommt hier hoch? Corinne. Ja, Sonnenfleckchen. Sonnenflecken. Ja. Im Pflaumengarten. Ja. Oh. Ja, tu das. Ich gehe mal hinterher. Okay. Dieses Relikt mit den seltsamen Kapseln im Inneren untersuchen und mein Sohn. Ja, das kann ich dir ja auch erklären. Also, ich könnte dir ja helfen, wenn du mich mit mir reden. Okay. Das, Okay, ja, dann untersuch mal den Boden. Viel Spaß dabei. Schwierig. Muss ich? Soll ich das? Ich löse das Ding jetzt einfach mal aus. Vielleicht reizt sie das dann ja. So, ich weiß ja, wie das funktioniert. Na so nicht. Ab dafür. Das juckt aber scheinbar eh niemanden, wenn ich das mache. Okay, hi.
Wo kommen die denn her? Da hieß es doch auch irgendwas, dass die Hühner einen neuen Ort gefunden haben, um ihre Eier zu brüten. Und jetzt kommen die von da irgendwo ganz weit oben, oder was? Bist du ein Krog? Nee. Wäre auch ein bisschen zu random wahrscheinlich gewesen. Boah, Bruder. Erschreckt mich doch nicht so. Aber so wirklich viel schlauer bin ich jetzt noch nicht geworden aus dem ganzen Kram hier. Muss ich leider gestehen. Ich meine, da drüben ist sicherlich auch noch eine Tafel drin, irgendwie in diesem Gewölbe. Da waren wir ja vorhin, so. Ah, hier ist auch eins. Dann lass hier mal kurz lesen. Das ist dann Nummer 4 nämlich. Da sind auch welche. Ah, vielleicht ist hier jetzt der Inhaber. Das wäre zumindest schon mal etwas. Die ganze Zeit kriege ich zu hören, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Jetzt ist schon mit Nachmittag. Es gibt nur einen Grund, warum wir diesen Monster nicht schon längst ordentlich heimgeleuchtet haben. Weil du auf diesem Quatsch von wegen Verteidigung ist, bitte Angriff herumreitest. Ach du alter Sturkopf. Sag der Richtige. Okay. Okay. Gute Güte, die beiden kommen überhaupt nicht miteinander klar. Oder siehst du es anders? Oh. Ich spreche von den beiden Hitzköpfen da drüben. Ich will ja die Kranzungen zwischen den Gipfeln erforschen, aber da lagern leider Monster. Okay. Na, dann kümmern wir uns mal um die Monster. Okay, let's go. Nein. Ja. Oh shit. Oh Bruder. Der ist ein bisschen stärker. Mein Gott. Okay, alles klar, sind blaue. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wenn mein Überraschungsangriff ein bisschen besser läuft als gerade eben. So. Einmal hier hoch. Ach, shit. So war das nicht gedacht. Da drüben ist, also da ist eine oben drauf. Okay. Mit dieser scheiß Regen, ne? So, mein Freund. Das war jetzt nicht so gut.
Ah, egal. Mann, ich krieg keinen Headshot hin. Ach, halt doch die Klappe. Ja gut, aber was soll er hier oben groß tun? Die können ja jetzt auch nichts ausrichten hier. So, tschüssi. Neuer Bogen. Stahlbockenbogen. Gott, her damit. Stachelbockbogen. Ich kann lesen. Blaues Bockblindhorn. 7 Synthese. Nice. Und hier sind relativ viele von diesen Dingern. Ach, das ist der Flammenwerfer, ne? Ja. Auch cool. Lol, hier ist so ein... Die Dinger, ne? Die Dinger kann ich ja gerade erstmal nicht mehr sehen. Hier ist auch was zum Bauen. Okay. So, haben die sich jetzt da unten wieder versammelt? Wo sind die denn? Da ist einer. Wo ist der Rest? Scheiße, scheiße. Okay, puh. Da ist auf jeden Fall das Ding zum Lesen. Aber wo ist jetzt der ganze Rest? Hier waren noch so viele und da ist eine Truhe. Hier waren doch mehrere. Wo sind die hin? Sind die rausgegangen? Oh. Die sind rausgegangen. Ja, okay, alles klar. Wir helfen den Kollegen mal gerade. Mit der richtigen Waffe. Nein, ich will die richtige... Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Ich drücke immer die falsche Taste. Hat richtig gut funktioniert. Mensch. Brutal gut hat es funktioniert. Ich bin begeistert, so gut hat es funktioniert. Ah. Ja, natürlich starte ich hier. Ich krieg zu viel. Okay, pass auf, scheiß drauf. Wir machen das anders. Nein, nicht so. So. Das ist erstmal der Start. Der da oben ist kritisch. Ich weiß, dass der Pfeil und Bogen hat. Aber mit dem Rest ist die eigentlich ganz gut klar. Kommen. Okay, mit dem nicht. Mit dem komme ich nicht so gut klar. Ist in Ordnung. Wir machen das nochmal so. So, du machst jetzt erstmal so einen Abflug. Nein. Yes. Das brauchen wir. Hartholzast. Ja, tolle Sache.
der da oben ist, bleibt weiterhin kritisch. Mann, wieso krieg ich keinen Headshot hin? Ah, es reicht eh nicht aus. Also das tut ihm halt eh nicht weh. Die Waffe will ich haben. Die ist cool. Tschüss. So. Aha. Nee, Holzkelle ist Quatsch. Hier, das da brauche ich. Aha. Okay. Not bad. Erhöht sich die Angriffskraft mehr als üblich, weil es ein starkes Sonaniumschwert ist. Okay, I see. Ich wüsste nicht, wofür ich noch einen Flugstock brauche, ganz ehrlich, weg damit. Dann interessiert mich jetzt, wie stark das synthetisiert. Andere Waffe. Ah ja, okay, okay, I see. Ist in Ordnung, so. Das kann ich schon mal hier lesen. Was hier steht. Höchst vortrefflich jedes Volkes Stand eines weißen Mysterienstein verliehen endlich die Weisen. Diese Steine von Weisen, ich interpretiere sie folgendermaßen. Personen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wurde ein Mysterienstein verliehen und damit wurden sie zu Weisen. Alles klar. So. Fotografieren wir die auch mal. Dann haben wir damit Nummer 3. Und den Kollegen da oben müssen wir jetzt noch irgendwie loswerden. Aber jetzt können wir auch an die Truhe hier ran. Die hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Riesenleuchtsamen 5. Ja, alles voll. Alles voll. Ach, Mensch. Ja, das haben wir im Prinzip zweimal. Ach, wieso laufe ich noch mit dem Schwert mit der Holzkelle rum? What the heck? So. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nicht so richtig, ne? Okay, dann machst du da oben jetzt noch einen Abflug, mein Freund. Jetzt habe ich dich erwischt. Na bitte. So, das war jetzt die Geschichte mit der richtigen Strategie. Okay, Kollegen. Wo sind sie jetzt? Ach, hier draußen. Nee, hier, genau, hier draußen. Passt schon. Pfeile noch ein bisschen wieder einsammeln. Sehr schön. Da ist noch einer. Dachte ich. Hat er nicht gerade was geleuchtet? Okay, aber da komme ich nicht mehr ran. Ah, doch. Jeder Holzpfeil ist was wert. So. Wunderbar. Du hast alle Monster erledigt. Wie hast du? Und hast du gesehen, wie er gekämpft hat, Nabis? Und natürlich, er sah nicht nur in der Verteidigung sehr stark aus, sondern auch im Angriff. Ich habe mich wohl geirrt. Ich verstehe jetzt, dass man mit Verteidigung alleine seine Gegner nicht besiegen kann. Nein, ich bin derjenige, der sich gehört hat. Wenn man immer nur auf Angriff setzt, wird man irgendwann besiegt. Uns ist klar geworden, dass es einer guten Balance zwischen Angriff und Verteidigung bedarf. Du hast uns durch deine Kampfweise gezeigt. Vielen Dank. Belohnung. Ach, gehen die jetzt wieder zurück, ja? Das wäre ja schon mal was. Endlich kann ich Stein haben. Du kannst mir wenig Dank, dass du uns gejagt hast. Vier weitere. Ja, eine fehlt mir jetzt noch.
Ja, das haben wir auch soweit verstanden. Ja, das tue ich. Okay, aber damit fehlt jetzt noch eine. Und zwar wahrscheinlich da in diesem großen Gebäude. Also, da war ich zwar ja dann schon drin. Oh Bruder. Da war ich dann zwar ja scheinbar schon drin, so ein bisschen. Oh nein. Oh nein. Jetzt haut es mich wieder ganz runter. Ich hasse alles. Oh, oh, oh. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Oder doch nicht? Oder doch? Großartig. Aber jetzt ist nicht mehr, okay, jetzt ist nicht mehr Dings. Jetzt kann ich wieder klettern. Jetzt kann ich wieder klettern. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Ich muss das sofort prüfen. Ich muss das sofort prüfen. Ich muss das sofort überprüfen. Ich sag noch nicht, was mir eingefallen ist. Ich habe eine Idee. Rette sich, wer kann, er hat eine Idee. Der hat die Höhle aus einem ganz anderen Grund erwähnt. Nicht, weil ich da irgendwas für ihn zum Essen holen soll. Das ist nur Zusatzgelaber. Oh nein, aber jetzt sind die Viecher wieder drin, weil wir Blutmond hatten. Ich hasse alles. Egal, gegen die komme ich wieder an. Nice. Guter Stuff. So, jetzt pass auf. Folgender Plan. Horrorblindherz, okay. Folgender Plan. Noch irgendwo irgendwie Loot? Hey, habe ich den nicht schon mal eingesammelt? Bin ich dann gestorben und hab's nicht gespeichert? Kann sein. Okay, wie auch immer. Ja. Ja. Jetzt ist die goldene Frage. Wo in etwa die Mitte ist. Da ist der Turm. Also ein bisschen mehr in die Richtung. Hier ist so in etwa, oder? Wo komme ich raus? Ah, ein bisschen weiter rein noch, okay. Ein bisschen weiter rein noch. Okay, das ist tatsächlich genau da, wo Dings hinzeigt. Ja, dann ist es genau hier. Genau hier muss ich hoch. Wenn ich jetzt da drin rauskomme, ich raste aus.
Dieser verdammte Deckensprung. Ja, wie bist du denn da reingekommen? Okay. Ich kann es trotzdem nicht auslösen, oder was? Nee, es bleibt kaputt. Warte. Nein, das ist der Grund. Diese verkackten Äste sind der Grund. Das ist jetzt nicht denen ihr Ernst. Das ist nicht den... Oh mein Gott. Also ich muss massiv an den Deckensprung denken. Holy moly. Ja, er hat's repariert. Oh Mann. Oh Mann. Das kann man gar nicht überspringen. Interessant. Also das ist dann immer eine Sequenz, die man anschauen muss. Okay. Zack. Okay. Okay. Sehr cool. Also, dass das funktioniert hat, ist cool. So, keine Frage. Jetzt, wow, what? Hinterher. Einfach in der Luft einen Sternensplitter mitgenommen. So macht man das. Und jetzt komme ich auch schlechter darüber. Und dann ist das jetzt immer noch die letzte Tafel. Also, hier muss doch irgendwo eine Tafel sein in diesem Gebilde. Das müssen wir doch gar nicht weiter diskutieren. Ja, gut. Hallo. Ach, rutsch halt nicht immer da runter. So, aber jetzt regnet es im Endeffekt. Jetzt kann ich hier rumklettern. Ist doch auch schon mal was wert. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Hier oben ist aber jetzt, danke, immerhin der Krog, den ich vermutet habe. Immerhin der Krog, den ich vermutet habe. Das ist doch schon mal was. So. Prima. Jetzt
Jetzt ist nur die Frage, wo in diesem Gebilde finde ich jetzt die Steine? Also die Steintafel muss ja so sein, dass sie die gefunden haben, sonst hätten sie ja nicht davon berichtet. Also kann es ja da oben nicht sein. Sondern dann muss sie ja da sein, wo die auch was gebaut haben. Ja, hier. Hier, genau hier. Da. Okay, sehr gut. Da ist er wieder. Und da unten ist dann das Zeltlager von denen. Ich bitte dich, schlaf nicht hier. Wenn Sako da oben herausfindet, dass jemand auf der kostbaren Steintafel schläft, dann bin ich derjenige, der den Ärger bekommt. Ah, entschuldige, Steintafeln sind Steine wie der da, den dieser Kerl mit einem Bett verwechselt. In jeder kannst du ihn dir auf diese. Ach, und die haben sich abgebaut, ich verstehe. Ja, okay, alles klar. Er blieb unbesiegt. Oh. Ja, so sieht's aus. Mach ich. Das ist der Besitzer vom Gasthaus. Alles klar. Trüffel. Okay, der will Maxi-Trüffel. Alles klar. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Oh. Ach so, okay. Da finde ich sogar Wasser, Maxi-Trüffel. Gut. So, dann lesen wir jetzt noch den Rest, letzten Text. Der König kam zur Einsicht, dass der Kampf gegen den übermächtigen Dämonenkönig aussichtslos war. So versiegelte er den Dämonenkönig, um ihm das Leben kostete, und verließ den Weisen alles Weitere. Sie sollten zukünftige Generationen auf die Wiederbelebung des Dämonenkönigs vorbereiten. Damit haben wir alle gelesen. Jetzt ist nur die Frage, fotografiere ich die auch nochmal? Ja, komm. Was soll's. So, zack. Okay. Ja, also das ist alles immer das Gleiche. Gut. Dann haben wir jetzt hier alles gemacht. Und wie wäre es eigentlich hier hochgegangen? Irgendwie darum? Okay. Aha, hier wäre ein Weg gewesen. Hier wäre die Leiter dazu gewesen. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ah, und... Ich wollte doch hier... Junge, reg ich mich nicht auf. Alter, Kalib, einfach Hasscharakter. Paya. Okay. Paya auch eine ganz große Hilfe gerade. Na gut. Dann gehen wir mal kurz zum Wasserfall. Vielleicht finden wir da sofort den Maxi-Trüffel. Das wäre ja schon mal was. Ich meine, wenn man schon dahin gelotst wird, dann wird da wohl auch einer sein. Hier sehe ich jetzt spontan keinen. Jetzt mal wieder raus. Ist das überhaupt das, wo er mir gezeigt hat? Schon, ne? Ich glaube schon das, was er mir gezeigt hat. Hm. Vielleicht oben? Ach so, weil er sagt, wenn die da drin schwimmen, kommen die vielleicht von da oben. Wahrscheinlich war das der Hinweis, dass man da hoch soll. Könnte auch sein. Dass da oben in dem Wald welche wachsen. Weil das ist, glaube ich, ja wirklich so gewesen auch.
So. Wo sind meine Maxi-Trüffel? Wo sind meine Maxi-Trüffel? Hyrule-Tomat interessiert mich nicht. Das ist ein Stein. Rüstling interessiert mich auch nicht. Aber macht's mir doch nicht schwerer, als es ist. Wo sind sie? Wo sind meine Maxi-Trüffel? Berghirsch. Cooler Berghirsch. Gute. Come on. Oh, hi. Das könnte jetzt wehtun. Mir. Wenn ich nicht schnell ausweiche. Okay, jetzt tut's euch. Auch kein Maxi-Trüffel, aber haben wir, glaube ich. Ach doch, haben wir schon. Schleichling. Hier ist jetzt, glaube ich, gleich das Miasma-Gebiet, ne? Ja, da drüben. Ja, schade, doch kein Maxi-Trüffel bisher. Das habe ich mir etwas erfolgreicher vorgestellt. Muss ich gestehen. Prinzessinnen-Enzian. Hier war die... Dann war hier die Feenquelle, oder was? Also ein bisschen anders aufgebaut ist es schon. Ich bin leicht verwirrt. Und die Batterieleistung lässt nach. Ja, wir hören gleich komplett auf. Ich hätte ganz gerne den Maxi-Trüffel noch. Wir sind schon über eine Stunde. Ach mein Gott, das gibt's doch nicht. Ganz gern noch einen Maxi-Trüffel gefunden, dass wir das zumindest hinkriegen, aber... Naja, da hat er nur gesagt, es wird hier gerne mal einer runtergespült. Ah, warte! Jetzt kommen wir der Sache näher. Hier drin sind Maxi-Trüffel. Okay. Sind die jetzt viele Monster oder kann ich einfach mich hier... Hier sind Feen! Ja, so sind die jetzt weg. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Das ist natürlich jetzt sehr doof gelaufen. Aber machst du nichts? Noch kein Maxi-Trüffel. Nochmal ein großer Fels. Maxi! Yes!
Oh, lol. Du bist auch hier am Start. Ich weiß bis jetzt nicht, was der kann und soll, aber hey. Okay, ganz schnell fotografieren. Ach Mann, wieder langsam, zu langsam, wieder zu langsam. Ist okay. Es gibt Schlimmeres. So, ich will was ausprobieren. Dieser... Oh, erstmal will ich zwei Sachen ausprobieren. Ist das irgendwie so ein... Krogstein? Nee, okay. Dann will ich nichts weiter ausprobieren. Und jetzt einmal... Wo komme ich da raus? Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein spezieller Ort, wo ich rauskomme, oder? Weil das ist so prominent. Nee, ist einfach mittendrin. Okay, gut. So, aber dann folgendes jetzt. Sehr schön, dass wir das geschafft haben. Dann können wir jetzt nämlich das hier machen. Ich will... Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier zu Hause? Da. Dahin will ich. Wir machen jetzt noch ganz kurz was. Wir bringen jetzt diesen blöden Gasthausbesitzer noch nach Hause. Den kriegen wir jetzt noch nach Hause, den Kerl. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da muss man echt erstmal drauf kommen, dass das die Lösung ist, ne, mit dem, also das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Das wollte ich nicht. Dass das die Lösung ist mit dem, mit dem Deckensprung, um so zum Turm zu kommen. Also, never. Wäre ich da in dem Moment drauf gekommen, wo ich dort war, das erste Mal. So, jetzt riech den scheiß Maxi-Trüffel und mach einen Abflug. Oh, geliebte Maxi-Trüffel, außer euch gibt es keine Pilze in meinem Leben. Ja. Ja, hallo, ich hab meine Nerven. Muss ich jetzt also in die Hand nehmen. Wo ist er? Wo ist der Scheiß da? Auf den Boden. Welch maximal delikates Aroma. Geliebte Maxi-Trüffel, da seid ihr ja. Habe ich geträumt? Was wollte ich noch gleich? Ach, aber natürlich, die Betten. Ich wollte sie frisch beziehen. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Ich bat einen Reisenden, sich um das Gasthaus zu kümmern, also mache ich mich besser schnell auf den Weg dorthin. Ja, besser ist es. Krieg ich meinen Trüffel wieder? Danke. Na? Dank dir ist der Kerl endlich aufgewacht, dass er ausgerechnet auf eine Kosmo- und Steintafel schlafen musste. Bevor Sargo ihn gefunden hat. Ja, okay. Dann mache ich jetzt aber nochmal ein Bild von der richtigen Steintafel. Just in case. So. Jetzt folgendes. Wir gehen ins Gasthaus. Und... Ach. Ja, wir nehmen die Abkürzung über den schimpfenden Kollegen. Geh mir nicht auf die Nerven, Kerl. Echt. Shut the fuck up. So.
Ja, okay, das war das tolle Gespräch. Ist hier jetzt irgendwas Neues? Oh. Oh. Okay. Und er hat jetzt, genau, mit ihm habe ich jetzt ja, er wollte ja diese Steintafel. Ich war jetzt bei allen Vieren. Ich habe alle besichtigt. Ja, ich kann dir alles sagen. Ja. Ich hab alle. Ach so, okay. Also man kann tatsächlich ihm alle drei, alle vier mitteilen. Weil es hat ja keinen Questlog und so gegeben, der gesagt hat, hey, du hast was erreicht. Das muss man also einfach so machen. Ja, und die letzte. Das war die vierte. Zusammenhängender Text. Der letzte Teil steht auf der Tafel in der schwebenden Kranzruine. Ich habe versucht, den Text im Kopf zusammenzusehen, aber ich bin zu doof dafür. Ja, schenk mir. Dinge, Zitterflügler, yes. Zeigen sich nur bei Regen, alles klar. Trank, der vor Elektrizität schützt, alles klar. Gut, wir haben eine Quest geschafft. Sensationell. So, und der Typ ist jetzt auch wieder da. Yes, bedank dich. Anti-Rutschmedizin. Damit kann ich auf Oberflächen klettern, die nass sind. Sehr gut. 9 Minuten lang. Klammerkröten und Bockblindhorn, okay. Kann ich ja selber basteln aktuell. Gut zu wissen. So, du interessierst mich nicht. Die Bohne. Wer schläft hier? Okay, niemand Wichtiges. Eine Sache will ich jetzt noch kurz machen und austesten zumindest. Und zwar, ob es funktioniert, wenn ich Himba, genauso wie da oben, dem Trüffel, einfach das aufs Gesicht, also, wenn ich das ihr einfach ins Gesicht schmeiße. Ob die dann kapiert? Oh, das sind die nicht. Ist die noch hier? Die ist noch hier. Okay, jetzt pass auf. Wenn ich jetzt einfach das Viech vors Gesicht schmeiße, also diese Blume, wo ist die denn? So, ich schmeiß jetzt mal auf den Boden und guck, was passiert. Nee. Also es ist safe, die Blume, um die es geht. Aber ich muss wahrscheinlich dieses Milchrisotto selber basteln. Also Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Okay. Ich glaube, nichts davon habe ich, ne? Ich glaube, ich habe nichts davon. Na gut. Können wir noch irgendwas hier erledigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann würde ich mich tatsächlich erstmal hier aus Kakariko verabschieden. Im nächsten Part. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch hier machen kann. Ich bin ein bisschen überfragt. Wobei, was ich doch... Was wir auf jeden Fall noch machen, wir gehen runter ins Miasma. Vielleicht geht da ja irgendwas. Kann ja sein. Hast du mir noch was zu sagen? Nee. Er hat mir nichts zu sagen. Also wie auch immer ich dieses Verbot aufheben kann, keine Ahnung.
Ich finde es brutal unlogisch gelöst, dass man da nicht ran kann. Und dieser Typ einfach Mastermind ist, sobald sich einer dieser Ruine nähert. Finde ich nicht so gut gelöst, aber okay, meinetwegen. Und ja, wir gehen nächstes Mal hier runter und schauen uns mal an, was da so abgeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, schließe jetzt hier auch wirklich den Part ab und auch die Aufnahme. Es war wieder lang genug und ich muss noch einiges erledigen für die Schule. Und tschüss!